Ein herzliches Willkommen aus dem Stimmbergstadion in Oer-Erkenschwick zum ersten Testspiel der Saison 2016-17 von Borussia Dortmund. Es ist im Grunde der nahtlose Übergang. Gestern das unglückliche Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Halbfinale gegen Frankreich. Und jetzt geht's 49 Tage nach dem Pokalfinale gegen den Bayern München wieder los aus Sicht von Borussia Dortmund. Heute das erste von 10 Testspielen in Vorbereitung auf die ja erst Ende August beginnende neue Bundesliga-Saison. Und der erste Gegner ist der Oberligist Oer-Erkenschwick. Und wir sind in einer schönen Kreisstadt, oder die Kreisstadt ist Recklinghausen, aber wir sind hier im nördlichen Ruhrgebiet. Und hier ist es, Stefan, hier ist Fußballatmosphäre und Fußballromantik pur. Ja, hier ist es wunderschön. Ein Stadion mit Tartanbahn, für die Stimmung abträglich, aber fürs historische Gefühl im Bauch ist das immer wieder schön. Die Mannschaften kommen ein bisschen später auf den Platz. Ich weiß gar nicht warum, aber es geht 10 Minuten insgesamt später los. Also müsste es jetzt noch 4 Minuten sein, bis wir drauf sind mit dem wunderbaren Spiel. Spielvereinigung Erkenschwick, Borussia Dortmund. Und warum ist Borussia Dortmund hier? Die Spielvereinigung wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und zu diesem Anlass sah sich natürlich wunderbar genötigt, hier hinzukommen, beziehungsweise wir freuen uns natürlich darauf, hier hinzukommen. Und hier sehen wir Aki Watzke, freudig Autogramme schreibend, macht er schon den ganzen Nachmittag. Ja, die Verzögerung beim Anpfiff liegt daran, dass es bei den Einlasssituationen und auch, ich glaube, auf dem verkehrlichen Weg hierhin so ein bisschen zum Stau gekommen ist. 14.000 Zuschauer passen rein in dieses Stadion. Das war einmal Endspielort, und zwar deutsche A-Jugendmeisterschaft. Da spielte eine Mannschaft aus einer nicht weit entfernten Stadt hier gegen den FC Bayern München. Und da war das Ding, da war die Hütte voll. Oer-Erkenschwick mit der bewegten Fußballvergangenheit. Die waren mal richtig weit oben dabei im deutschen Fußball. Zweitklassig, wenn ich richtig informiert bin. Heute richtig. Oberligist und sie fordern Borussia Dortmund, die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel, der natürlich heute noch ein paar personelle Probleme hat. Er muss auf die EM-Teilnehmer Julian Weigel, Roman Bürki, Marc Bartra, Rafael Guerreiro, der spielt ja erst Sonntag mit Portugal das EM-Finale, auf Jakub Laschikowski, auf Lukas Piszczek, auf Nuri Sahin, Emre Mor verzichten, die waren alle bei der Europameisterschaft am Ball. Außerdem Christian Pulisic und Shinji Kagawa mit den USA und Japan und Neuzugang Mikel Merino, der spielte ja mit Osasuna noch die Aufstiegsplayoff zur ersten Liga in Spanien. Und auch nicht dabei ist heute der leicht ledierte Juhu Park. So gibt es Anleihen aus der U19 und aus der U23 von Borussia Dortmund. Einige vielversprechende Talente sind dabei. So freuen wir uns beispielsweise auf den ersten Einsatz, auf das BVB-Debüt von Aurel Mangala. Das ist ein 18 Jahre alter Belgier, der für die U19 verpflichtet worden ist. Jetzt kommen beide Mannschaften hier bei schönstem Fußballwetter. Ab und zu zeigt sich die Sonne auf den Rasen. Schiedsrichter ist, glaube ich, der Herr Storck, wenn ich es richtig verstanden habe, der diese Begegnung pfeifen wird. Borussia Dortmund, angeführt von seinem Kapitän, von Roman Weidenfeller, der steht in der ersten Halbzeit im schwarz-gelben Tor. Dreier Abwehrkette mit Matze Ginter, mit Papa Sokratis und Jenis Burnic. Davor zwei Sechser, Moritz Leitner und einer der Neuzugänge, Sebastian Rode, ist an seiner Seite. Und dann in diesem 3-2-4-1-System, das Borussia Dortmund ja im Frühjahr dann fast nur noch praktiziert hat, der vergangenen Saison, Jakob Brun-Larsen, frisch gebackener U19-Meister mit Borussia Dortmund auf der rechten Seite. Links spielt mit der Nummer 42 Jano Baxmann, auch ein Neuzugang für die U19, flankiert vom angesprochenen Aurel Mangala und unserem Neuzugang, von dem wir uns so viel erhoffen, von Ousmane Dembélé, dem 19 Jahre jungen Franzosen. Und der kann sich zumindest sprachlich gut verständigen mit dem, den wir gerade hier sehen, mit dem besten Torjäger der vergangenen Saison, mit der Nummer 17 Pierre-Emerick Aubameyang. Das ist Borussia Dortmunds Aufstellung in den ersten 45 Minuten hier beim Oberligisten Oer-Erkenschwick. Das Ganze natürlich standesgemäß begleitet von der, ja, ist es die Polizeiblaskapelle oder wer auch immer da hier intoniert.
Ja, wunderbar. Wir wollen uns natürlich noch bedanken bei Zweipack. Seit 18 Jahren ihr zuverlässiger Partner für Verpackungslösungen. Die haben das Spiel heute erst möglich gemacht. Ja, bei uns sagte man früher... Die machen auch die neuen tollen Taschen hier in den Fanshops, die wiederverwertbar sind. Wir setzen da ja auf Recycling. Also eine richtig gute, innovative Idee auch in diesem Segment. Plastiktüten werden auch immer teurer. Von daher ganz wichtig, Recycelbares herzustellen. Ja, seit Montag sind die Jungs wieder zusammen. Da war Leistungsdiagnostik an der Ruhr-Uni Bochum angesagt. Und seit Dienstag wird dann wieder auf dem grünen Rasen trainiert. Und der Pissewille-Club, wie man früher im Ruhrgebiet gerne gesagt hat, ist jetzt fertig. Und dann können wir doch mit einiger Verspätung hier den Anpfiff endlich mal uns anschauen. Ja, die Platzwahl ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz relevant für den Ausgang und den Fortgang dieser Begegnung. Borussia Dortmund spielt in der ersten Halbzeit auf die eigenen Fans und in der zweiten auch. So ist das hier. Wir schätzen mal, im Moment sind 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer hier im Stimmbergstadion und davon haben irgendwie 98% ein schwarz-gelbes Trikot an. Falls ihr noch keins habt, geht auf unsere Homepage und im Online-Fanshop. Natürlich gibt es auch dieses wunderschöne neue Trikot, das Borussia Dortmund ja schon bereits im Pokalfinale und im Ligafinale gegen den ersten FC Köln getragen hat. Erkenschwick hat Anstoß und neue Regel greift. Ne? Man darf ihn nach hinten spielen, müssen nicht mehr zwei Männchen im Kreis stehen und die Kugel schön nach vorne spielen, bis der Schiri sagt, nee, der war nicht mit einer Umdrehung nach vorne. Jetzt geht's volle Lotte. Hab ich nie verstanden, diese Regel, nie verstanden. Volle Lotte nach hinten und zwar Ivan Benkovic ist der Mann, der jetzt in diesem Augenblick den ersten Ballkontakt dieses Spiels hat. So, da sind wir damit durch. Also nicht irgendein Bürgermeister oder wer auch immer, sondern der Mittelstürmer des Oberligisten mit dem ersten Ball und mit der ersten Balleroberung im Mittelfeld. Aber dann ist Leitner dazwischen. Dann sehen wir zum ersten Mal den jungen Belgier Mangala am Ball. Das ist Sebastian Rode jetzt. Von dem versprechen wir uns auch richtig viel. Ich glaube überhaupt, dass Michael Zorc gemeinsam mit Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel so richtig, richtig gut eingekauft hat. Das glaube ich auch. Viel perspektivisch. Wir sind ein großer Verein, aber noch nicht so ein großer Verein, dass wir auf dem Transfermarkt so dermaßen zuschlagen können. Aber vielleicht passiert ja noch das ein oder andere bis zum 31. August. Aber kommen wir noch mal kurz zu Erkenschwick. Die wollten eigentlich aufsteigen in die Regionalliga, haben dann aber nicht gemeldet, beziehungsweise die Lizenz beantragt für die Regionalliga und sportlich hat es dann auch nicht gereicht. Also hier ist wirklich Fußball pur und da kommen sie auch schon mal über die linke Seite. Ganz hübsch gemacht, aber kein Durchkommen gegen die BVB-Abwehr. Das ist Dembele. Hat Platz und kann gehen, verspringt ein bisschen der Ball. Und er hat Platz, aber er hadert mit dem Platz. Ich bin da vorhin auch mal drüber gelaufen. Also man hat sich hier wahnsinnig viel Mühe gegeben, diesen Platz hinzubekommen. Und hier im Reck Aubameyang mit der ersten Möglichkeit. Man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben. Auch Willi Droste, unser leitender Rasenfachmann, war hier zweimal, um den Kollegen aus Erkenschwick ein bisschen Hilfestellung zu geben. Aber es ist nun mal ein Fußballstadion traditioneller Art. Und es ist ein Fünftligist, der natürlich nicht so viel da rein investieren kann. Deshalb ist das Ganze ein wenig holprig und das hat man gerade bei der Szene unseres jungen Neuzugangs Ousmane Dembélé. Spreche ich ihn eigentlich richtig aus? Daran werden man wir uns wäre noch gewöhnt. Ja fast geneigt zu sagen Dembélé, aber fragt die Franzosen, aber die sind ja im Moment alle betrunken seit dem Spiel gestern. Das ist richtig und das werden sie bis Sonntag und höchstwahrscheinlich nach Sonntag auch noch bleiben. Aber ich denke, wir müssen ihn mal fragen, wie er sich ausspricht. Und die erste Ecke für den BVB rausgeholt durch den jungen Mangala. Bin dann gespannt, wie du das machst. Gehst du dahin? Ey Junge, wie sprichst du dich aus? Nein, aber es wird einen Termin geben mit der DFL. Das heißt, das sind die sogenannten Media Days. Und da müssen die Jungs alle ihren Namen in die Kamera sagen. Und das wird dann aufgezeichnet. Und das ist dann die Bibel für die Aussprache der Namen. Kann cool. Man ja. Und Moritz die Ecke Leitner kommt an den ersten Pfosten. Versuch einer Kopfballverlängerung leider missglückt. Dembélé, lassen wir mal den Vornamen gerade weg. Und ich weiß, wie es ausgesprochen wird. Sehr schön, schön die Möglichkeit und das erste Tor! Ousmane oder Ousmane Dembélé. Gerade mal 4 Minuten sind rum.
vierte Spielminute, würde ich sagen, war es 1:0. Hübsch gemacht nach einer Standardsituation. Da war es so, als ob die Situation schon geklärt gewesen wäre. Aber dann ein wunderbarer Pass auf Dembélé. Und zwar von Baxmann. Ja, genau, von Baxmann. Der Jano Baxmann mit dem Pass, Doppelpass gespielt. Wunderbar, blindes Verständnis. Obwohl sie sich noch gar nicht so lange kennen. Können sie noch nicht, denn Jano Baxmann ist ja auch erst seit wenigen Tagen bei uns im Club. Und wer sich von euch fragt, wer ist denn Jano Baxmann? 18 Jahre jung, links außen, kommt neu aus Werder Bremens, U19 zum BVB, ist aktueller U17-Nationalspieler und eben einer von zwei externen Neuzugängen, die den deutschen Meister Borussia Dortmunds A-Junioren zur kommenden Saison weiter verstärken. Das ist dann das neue Flaggschiff im Nachwuchsbereich, die U23. Sie hat natürlich auch weiterhin die große Unterstützung. Aber man setzt jetzt noch mehr hier bei uns im Verein auf den ältesten Juniorenjahrgang. Und das ist nun mal dann die U19, die ja, wenn man die hochgezogenen Spieler mitzählt, dann dreimal hintereinander deutscher Meister geworden ist, beziehungsweise die U17-Jungs haben es ja geschafft, zweimal hintereinander und dann als U19. Und da ist er wieder am Ball, der angesprochene Bremer Jano Baxmann. Wie gesagt, U17-Nationalspieler, 18 Jahre jung und ein Name, den man heute zum ersten Mal hört, aber nicht zum letzten Mal. Und um mal auf die taktische Ausrichtung zu kommen, heute vom BVB, wir spielen ein 3-2-4-1. Das ist wie gesagt das System, das man ja gegen Ende der vergangenen Saison fast überwiegend nur noch praktiziert hat. Da war Marcel Schmelzer ja dann mehr vorne im Mittelfeld in dieser Viererreihe zu finden, zumindest im Spiel mit Ball, also im Aufbauspiel. Und nur gegen den Ball ging es dann zurück in eine Viererabwehrkette. Bin mal gespannt, ob Jano Baxmann dieses Laufpensum von Marcel Schmelzer dann auch wird erfüllen können. Gerade ging er mit nach hinten. 5 Minuten absolviert, also für all diejenigen, die sich ein bisschen später zugeschaltet haben in diesen Livestream, der präsentiert wird von unserem Partner Zweipack Borussia Dortmund mit dem Einerpack, aber nach einem Doppelpass zwischen Dembélé und Baxmann hier mit 1:0 in Front. Und vielleicht hat sich Jogi Löw ja für Italien diese Aufstellung abgeguckt, wir hoffen es nicht. Aber das Laufpensum der Außen bei dieser Aufstellung ist natürlich gegen so einen starken Gegner wie Italien groß. Ich fand die Aufstellung gestern und die taktische Ausrichtung okay. Das war halt einfach ein bisschen Pech. Viele Ausfälle, das Tor nicht getroffen und ein Griezmann. Aber bei 30 Grad in Marseille, das sag ich dir jetzt ganz privat, da brauchst du voll fitte Spieler. Meinst du, Schweini war doch nicht so richtig fit? Ich weiß nicht, wie jemand voll fit sein kann, dem die Wettkampfpraxis fehlt und der dann unter der Woche auch noch eine Trainingspause einlegen muss. Aber das ist nicht unser Thema. Eine rhetorische Frage. Also ich bin auch der Meinung, da haben sie sich einen kleinen Bock geleistet. Aber gut, was soll's. Im Halbfinale darf man ausscheiden gegen den Gastgeber. Wobei, wenn wir jetzt Schweinsteiger thematisieren, Respekt einfach vor seinen Willensleistungen, nicht nur bei dieser EM, auch im Finale vor 2 Jahren. Ohne Schweinsteiger wären wir, das sage ich auch, nicht Weltmeister geworden. Aber jetzt lass uns wieder zu den Schwarz-Gelben kommen und lassen wir die Schwarz-Gelben, die Schwarz-Weißen, lassen wir die nach Hause geflogen sein. Hier geht's, wie gesagt, einen Tag nach dem EM aus weiter. Wieder mit dem Vereinsfußball. Erstes von 10 Testspielen von Borussia Dortmund in Vorbereitung auf die neue Saison. Morgen sind wir auch wieder live dabei. Da spielt unsere Mannschaft beim Wuppertaler SV. Dann geht es gegen einen Regionalligisten und ich nehme mal an, dass dann auch wieder der gleiche Kader zur Verfügung steht wie heute. Roman Weidenfeller, der erfahrenste und dienstälteste Borusse, 346 Erstliga-Einsätze. Gerade war Denis Burnic am Ball. Im Halbfinale der U19-Meisterschaft hat er ja getroffen. Per Elfmeter gegen 1860 München. Heute links in der Dreierkette und ganz links außen in der Viererkette davor. Da gerade wieder der angesprochene Baxmann. Und Mangala zieht dann auf den rechten Flügel, will auf den linken Flügel und will den Freistoß ziehen. Aber der Schiedsrichter sagt, das hat ihm nicht gereicht. Baxmann und nächster Eckball für Schwarz-Gelb. Komm wieder, komm wieder.
Gerade fiel hier das 1:0 nach einem Eckball. Mal schauen, was sie sich jetzt einfallen lassen werden. Andere Variante auf Dembélé. Oh, das geht aber einfach da. Heidewitzka. Und die Flanke kommt jetzt höchstwahrscheinlich rein. Ah, da spielen sie ein bisschen Katze und Maus mit der Erkenschwicker Hintermannschaft. Aber so richtig durch kommen sie auch nicht. Vielbeinig. Ja, ja. In der Defensive. 22 Beine haben die aufgestellt. Ja, vielbeinig. Und da kam Ober fast zum Kopfball. Aber gut gemacht vom Torhüter Oberwarenbrock von der Spielvereinigung Erkenschwick. Unsere neuen Trikots kann man jetzt übrigens auch mit allen Namen der Spieler beflocken lassen. Oberwarenbrock wäre dann ein bisschen lang dafür. Und deshalb spielt er auch nicht bei Borussia Dortmund, sondern steht in Erkenschwick im Tor. Übrigens, das Design der Trikots finde ich richtig, richtig gut gelungen. Das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich für den BVB arbeite, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass das Champions League-Trikot 2012, 2013 mit das schönste gewesen ist, das wir in den letzten Jahren getragen haben. Und das aktuelle Dress sieht dem oder kommt dem ja schon recht nah, zumindest von vorne. Hinten klassisch gelb. Ich finde es prima. Wenn ihr es auch prima findet, haben wir nichts dagegen. Wenn ihr auf bvbshop.de geht und dann könnt ihr es dann, wie gesagt, ab jetzt, ne, auch mit den Namen und den Rückennummern aller Neuzugänge. Wir haben gerade einen Foul gesehen von Sebastian Rode, einem der beiden Neuzugänge, die jetzt aktuell hier auf dem Platz stehen. Ich glaube, dafür ist er geholt worden. Ja, Sechser heißt ja immer, wir hätten keinen mehr gehabt auf der Sechs, der mal dazwischen hauen kann. Kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen, der das tut. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit für die Spielvereinigung, aber gut gelöst von Dennis Burnic. Wieder Rode da. Ich meine, da bietet sich auch das ein oder andere Wortspiel an, wenn er dann im Mittelfeld mal durchgreift, ne? Wenn er dann rodet. Sehr gerne. Rode. Sehr gerne, ja. Also von daher, Nomen est Omen. Netter Kerl, durfte ihn kennenlernen bei der Vertragsunterschrift. Ganz sympathischer Junge, hatte am Hals eine große rote Quaddel, ist nämlich bei seinem Ibiza-Urlaub vom Bord gesprungen und direkt in eine Qualle rein. Das sah wirklich bitter aus, aber auch das geht vorüber. Aubameyang, kurz gespielt, sehr massiert, könnte mal wieder ein bisschen auf außen gehen. Aubameyang. Schade. Ja, sie wollen es sehr, sehr schön machen und wollen hier den Zuschauern auch was bieten, statt den direkten Abschluss zu suchen. Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Kabinettstückchen nach 11 gespielten Minuten. Borussia Dortmund durch das Tor von Ousmane Dembélé aus der 4. Minute mit 1:0 in Front im ersten Testspiel der Saison 2016-17. Einwurf müsste es geben für den Oberligisten aus Erkenschwick. Auch der hat 22 Spieler im Kader. Bin gespannt, wann und wie die wechseln werden. Und auch erster Eckball für die Mannschaft. Und dann gibt es dann gleich den zaghaften Szenenapplaus auch der Anhänger aus Erkenschwick. Ich muss nicht eigens erwähnen, dass wahrscheinlich 90% der Zuschauer, die hier sind, wegen der Schwarz-Gelben gekommen sind. 80% davon auch entsprechend gekleidet in gelben Trikots. Also da gibt es hier keine Zweifel, auch wenn wir im Kreis Recklinghausen und damit irgendwo auch im Feindesland sind. So, Konter von Borussia Dortmund am 1., am 2., am 3. vorbei. Jetzt Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang und Aubameyang. Oh, legt ihn nochmal quer. Und dann muss er lachen, unser Pierre-Emerick Aubameyang, der beste Torschütze der vergangenen Saison, wettbewerbsübergreifend 38 Mal getroffen aufs erste Saisontor 2016-17, muss er noch warten. Rode, schön geschippt in den Strafraum, aber Ousmane Dembélé, 19 Jahre jung, letzte Saison 26 Spiele, 12 Tore für Stade-Rennes, diesmal nicht erfolgreich. Ja, erster Konter war das für den BVB und
da fehlte vielleicht noch so der letzte Tacken nach 4 Tagen, die man jetzt mal gerade wieder auf dem Platz steht bei Pierre-Emerick Aubameyang. Und dann natürlich auch noch der Anspruch, es besonders schick zu machen. Da aber steht natürlich auch der Spaß heute durchaus im Vordergrund. Man will die Zuschauer unterhalten. Das ist jetzt auch eine Art von Bewegungstherapie, um auch die Jungs bei Laune zu halten, um sie einfach auch zusammen spielen zu lassen. Und ich glaube, da ist es letztlich auch egal, ob du in so einem Testspiel 5, 7, 9 oder 13 Tore schießt. Ich habe die ersten Testspielergebnisse gesehen. Ich weiß gar nicht, von welchen Mannschaften. Die gingen alle Richtungen 15-0. Aber ich glaube nicht, dass das Oberligisten waren, ehrlich gesagt. Weil die können ja schon ein bisschen kicken hier. Die machen das gut aus Ergenstück. Schöner Wechsel auch auf die Nummer 19, auf Tolga Cengelic. Ah, der war knapp, Roman. Aber alles im grünen Bereich, sagt zumindest der Schiedsrichter. Ist man eigentlich nach 2 gelben Karten dann auch fürs nächste Testspiel gesperrt? Ich glaube, nach einer besonders rüpelhaften roten Karte wird man dann mal gerne gesperrt. Rode. Aber die müssen ja dann auch berechtigt sein. Boen Larsen. Oh. Und dann Eigentor. Der war drin. Der war ja drin. Denis Konarski. Unser Freund Oberwarenbrock. Der Tim. Schade, muss man sagen, aus Sicht der Spielvereinigung Ober-Erkenschwick. Den mussten sie sich nicht fangen. Da gab es andere, wo sie vorhin einfach mehr Glück hatten. Jakob Boen Larsen mit der Vorarbeit. Also, Tim Oberwarenbrock lässt den Ball durch und bringt damit seinen Verteidiger Konarski in die Situation, dass er nicht mehr ausweichen kann. Und ist der Ball einfach mal drin. 2-0, 15. Minute für den BVB. Geht doch, läuft doch. Von hier oben sieht der Rasen ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Ne, der Rasen ist auch gut. Ich sag nur, die Spielfläche ist ein bisschen holprig. Ja. Die ist nicht ganz eben. Und also, als ich hier heute reinkam, habe ich gedacht, puh, gar nicht so schlecht. Aber manchmal hoppelt er dann doch ein bisschen. Und vielleicht war das auch das Problem in der Situation gerade beim Eigentor. Ja. Ah, super Pass. Leider nicht ganz angekommen. Die 42, die ihr da gerade gesehen habt bei Borussia Dortmund, das ist Janno Baxmann, neu von Werder Bremen in die U19. Gewechselt von Borussia Dortmund und mit der 30 am Ball. Bei Erkenschwick ist jemand, der gar nicht am Spielbericht steht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also mal angenommen, wir würden dieses Spiel hier verlieren, da kann man ja gleich direkt Einspruch einlegen. Absolut, absolut. Würde ich auch machen. Ah, am Trikot gezogen. Freistoß für Aurel Mangala. Das ist ein toller Name, finde ich. Eine Vorstelle, der setzt sich durch und wird Stammspieler. Mangala, wenn das durchs Stadion halt, das hätte viel Schönes. Ja, und wenn dann noch glänzt, ne? Mann, was war das für eine Gala? Mangala, sehr schön. Oh, kein Abseits. Zweiter Versuch. Ah, da holt er ihn noch. Da war er schnell wieder auf den Füßen. Ich will nicht sagen, dass er den durchrutschenden Ball da wieder gut gemacht hat, aber zumindest hat er das 3-0 verhindert. Tim Oberwarenbrock. Brock. Entschuldigung. Sorry, Tim. Ja. Leitner. Dembele. Akzent hinten drauf. Schön auf Außen gespielt. Und da suchen sie Aubameyang. Fallrückzieherversuch. Oh, der war gut. Und es gibt den Eckball. Jetzt wollte er es wieder richtig schön machen. Schauen noch mal. Klar, Eckball natürlich absolut richtig entschieden. Und er ist auch schon ausgeführt. Einwurf für den BVB. Erkenschwick kann sich gerade nicht so gut befreien. Rücken jetzt aber raus. Und Dortmund
will vielleicht auch neu aufbauen. Baxmann. Fehlpass. Die Kontermöglichkeit für Erkenschwick. Schauen, ob sie sie nutzen. 1-gegen-1 Situation. Kommt der Abschluss? Nein, er wollte den Pass auf die Neuen spielen. Auf Benkovic. Aber da war noch ein Bein dazwischen. Und jetzt geht es andersrum in den Konter. Und der Weitschuss. Aber da hat doch einiges gefehlt. Von... Wer war es? Dembélé. War es Dembélé? Glaube ich schon. Und wenn nicht? Ich dachte, es war Mangala. Vielleicht auch nur, weil ich den Namen so gerne sage. Wer will uns das Gegenteil beweisen? Ja, BVB Total macht dieses Spiel heute und produziert es heute und stellt es zur freien Verfügung. Aber ihr könnt natürlich auch so mal bei BVB Total vorbeischauen. Jede Menge Videos von euren Stars, von euren Idolen. Wir sind näher dran als alle anderen. Also, BVB Total mal buchen. Macht Spaß. Da war auf jeden Fall Dembélé. Auf jeden Fall. Oder Dembélé wieder. Pierre-Emerick Aubameyang. Unser Pfeifen, ja. Achso, wo ist das Freistoßspray? Ja, deswegen legt er sich den Ball auch direkt noch ein bisschen schicker hin. Sehr gut. Das sind aber keine 9,15 Meter. Das so sehe ich hier mit meinem Zollstockblick. Das ist der Ausgleich dafür, dass ich den Ball noch ein bisschen mittiger hingelegt hat. Und Ober in die Mauer. Ah. Mo Leitner. Dembélé, da ist er wieder. So richtig Gegenwehr ist das dann auch nicht, ne? Ab und zu grätschen sie mal, ja, aber sie hält man so ein bisschen den Atem an. Zweimal Baxmann und dann der Eigentorschütze Konarski, Abstoß. Für die Spielvereinigung Erkenschwick. War auch kein Foul, auch wenn er sich da leicht echauffiert, war nix. Das kann man weiterlaufen lassen. Das ist die Härte der Oberliga Westfalen. Das ist die Härte von Sokratis. Rode. Dembélé. Schön. Jetzt hat er Platz. Der ist auch ganz schön schnell. Wieder Rode. Zu lang. Hätte er vielleicht selber abziehen können. Usman Dembélé. Aber da sieht man, was der für ein feines Füßchen hat. Was für eine Technik, was für ein Tempo. Das in dem Alter? 18. Hans-Joachim Watz gesagt über ihn, wir glauben, dass er einer der größten Hotspots im europäischen Nachwuchsfußball ist. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Absolut. Ganz bescheidener Junge, ruhig. Und das mit 18 Jahren. Dem steht noch einiges bevor an Erfolgen. Davon kann man ausgehen. Und das natürlich mit dem BVB. Ich bin mal gespannt, wie das dann alles so ineinander greifen wird. Die Wechsel sind natürlich namhaft. Vor allen Dingen der Abgang von von Henrik Mkhitaryan. Der tut weh, wenn man die Torbeteiligungen sieht. Das ist ein Verlust, der schwer aufzufangen ist. Aber Marcel Schmelzer, den wir in der zweiten Halbzeit sehen wird, der sagt einfach, als Mannschaft, als Kollektiv können wir es hinkriegen. Das glaube ich auch, dass man das auffangen kann. Gehen wir mal durch. Hummels weg, dafür Batra da. Ist guter Hummels, Ersatz. Hummels tut auch weh. Spieleröffnung, Ausstrahlung, Kopfballstärke. Mats hat lange mit sich gerungen. Und alle, die ihm vieles Negative nachsagen, den möchte ich schon sagen, also so wie ich Mats kennengelernt habe, der hat sich schon mit der Region und mit dem Verein mehr als identifiziert. Das glaube ich auch, absolut.
Ilkay Gündoğan, auch ein feiner Kerl, aber eben verletzungsanfällig. Aber genau. Jetzt gucken wir mal auf diesen Angriff. Jakob Bruun-Larsen. Und dann macht's der Torwart. Ober Warenbrock macht's gut. Also es sind drei Abgänge auf der anderen Seite. Was hat Jürgen Klopp gesagt? Borussia Dortmund hat, glaube ich, die größten Talente, die man im Moment irgendwo fischen kann, einkassiert. Und die der Jürgen wird es nicht gesagt haben, um irgendwelchen Spielern einen Rucksack aufzusetzen oder Borussia Dortmund einen Rucksack aufzusetzen, sondern ich glaube, dass das schon die Einschätzung ist, dass sie sehr ehrlich ist von Jürgen. Sokratis knapp drüber. Ja, das glaube ich auch. Und erinnern wir uns mal, erfolgreiche Zeiten sind jetzt so, 2011 fingen sie an und da waren die ganzen Spieler auch nochmal 5 Jahre jünger als jetzt. Also wer weiß, was uns da womöglich in 2, 3 Jahren wieder bevorsteht. Wir sind mit der jüngsten Innenverteidigung aller Zeiten. Wir sind mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten 2011 Deutscher Meister geworden. Das meinte ich damit, genau. Und von daher bin ich um die Zukunft nicht bange. Natürlich ist das eine Umbruchsaison. Da muss man sich mal keine Illusionen machen. Natürlich muss man nicht über Platz 1 reden. Das ist völliger Unfug. Aber all das, was dahinter kommt, 2, 3, das ist eine Zielsetzung, die Mannschaft sich nicht wegen eines Umbruchs irgendwo wegradieren lassen soll. Und wenn man sieht, wir haben 3 Verluste aus der ersten Elf. 2 davon sind meiner Ansicht nach mehr oder weniger aufgefangen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wen wir noch für Micky holen. Schöner Pass auf Ober, abseits, leider abseits. Aber klasse gespielt. Super gespielt. Von Jano Baxmann. Auch da sieht man, ein 18-Jähriger hat richtiges Spielverständnis. Und das ist ja das, was du brauchst. Die Technik bringt sie alle mit, aber das Verständnis fürs Spiel. Klar ist es dann nochmal was anderes, wenn du gegen einen Oberligisten spielst oder dann, wenn du gegen einen Bundesligisten, gegen wirklich, ja, Spieler eines Kalibers wie Sokratis, den wir gerade sehen. Also wenn du gegen gestandene Abwehrspieler spielst, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber wir haben ein Reservoir, ein riesiges Reservoir an hochtalentierten Spielern. Über Jakob Bruun-Larsen, der ja heute jetzt im rechten Mittelfeld spielt. Der Mann mit der Nummer 21, der 17 Jahre junge Däne, steht auch auf einer Liste der 50 größten Talente Europas. Hat eine englische Zeitung zusammengestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie fiktiv das Ganze ist, aber ein bisschen Wahres wird dahinter sein. Absolut. Also da bin ich fest von überzeugt. Und das kann halt ein guter Weg für Borussia Dortmund sein, um diesem Transferwahnsinn so ein bisschen entgegenzuwirken. Wir haben ja nicht nur England, die mit Geld um sich werfen. Paul Ober ist aber schon wieder ziemlich fix unterwegs. Holt den Ball noch. Ich finde das richtig gut, dass man nicht mitbietet. Es gab ja mal eine Phase, da hat Borussia Dortmund das sehr, sehr aktiv gemacht. Das ging nicht wirklich gut aus. Und ich glaube einfach zu sagen, man ist eine sehr, sehr gute Adresse im europäischen Fußball für diejenigen, die nicht gleich zur allerersten Adresse kommen. Aber das sind dann die ganz großen Talente, die hier dann vielleicht den zweiten, dritten Schritt machen wollen, den Feinschliff sich holen wollen. Und mit den Spielern kann man auch großartige Erfolge feiern. Ich finde es richtig gut. Und wir sehen ja, in der europäischen Clubrangliste ist Borussia Dortmund wieder auf Rang 8 vorgestoßen. Und davor sind dann wirklich nur noch die ganz, 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 ganz großen Namen des europäischen Fußballs. Richtig. Und lass mich das noch zu Ende führen. Es ist ja nicht nur England, die mit Geld um sich werfen, die erst jetzt in diesem Sommer den neuen Fernsehvertrag haben, der ihnen ja diese Wahnsinnstransfersummen erstmal ermöglicht, sondern die Chinesen, die kommen ja auch noch dazu. Die geben ja im Winter teilweise mehr aus als die Premier League. Also von daher muss man da... Ja gut, da muss man aber nicht die Angst haben. Also ich denke mal, alle Spieler, die erstmal noch wirklich was vorhaben und was erreichen wollen, die gehen... Ein paar Brasilianer vielleicht. Die gehen erstmal nicht nach China. Ja, aber nichtsdestotrotz macht es halt den Transfermarkt kaputt und die Summen erhöhen den Transferwert der Spieler insgesamt. Auch wenn nicht unbedingt die Spieler dann... Ja, aber sie erhöhen dann aber auch wieder indirekt für Vereine, die dann nochmal abgeben müssen. Und dann sind wir wieder da, wo wir uns gerade unterhalten haben. Wir entwickeln die Leute... Aber ich möchte sie dann auch mal halten. Ja, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand gekommen ist, um im nächsten Jahr wieder weg zu sein. Kriegt er noch? Das war Baxmann. Ich glaube, wenn der weiterhin dieses Tempo hält, dann wird er auch schnell den Spitznamen Bugs Bunny weghaben. Bugs Bunny. Sehr schön. Bode. Dembele. Ober auf die kurze Ecke gezogen, aber hat er gemuckert, der Keeper.
Also nach knapp einer halben Stunde kann man hier festhalten, im Stimmbergstadion in Erkenschwick, es ist ein sehr unterhaltsames, ein flottes Spielchen. Natürlich von Borussia Dortmund, Erkenschwick mit ein, zwei Konter versuchen. Ansonsten darauf bedacht, irgendwie hier ergebnistechnisch einigermaßen über die Runden zu kommen. Borussia Dortmund macht das Spiel, viele gute Aktionen drin, manchmal etwas zu verschnörkelt im Abschluss. Und so steht es nur in Anführungszeichen 2:0 durch Tore von Dembélé in der 14. und Konarski, Eigentor in der 15. Spielminute. Aber langsam könnte es dann auch mal wieder rappeln. Ja, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde in diesem ersten Durchgang sind noch zu gehen. Und ich finde auch, sie bemühen sich, sie machen es, sie wollen es manchmal ein bisschen zu schön machen. Aber ich denke, jetzt nochmal so ein, zwei Tore in diesem ersten Durchgang. Schön gemacht da von Erkenschwick. Und das war abseits. Wir sind genau auf der Höhe hier mit unserer Sprecherkabine. Wir sind immer auf der Höhe. Aber hier war ich auch noch genau auf der Linie sozusagen und habe gesehen, dass das abseits war. Es hätte mich gewundert, wenn der Schiedsrichterassistent da nicht die Fahne gehoben hätte. So, da war Pierre-Emerick Aubameyang gerade nochmal mit der Möglichkeit und Torhüter Tim Oberwarenbrock mit seiner dritten, vierten wirklich guten Szene in diesem Spiel, auch wenn er seine Aktien beim 0:2 mit dem Spiel hatte. Wieder Aubameyang. Legt den Außenriss für Mangala und er macht es mit dem Tomasz Rosicki Gedächtnisschuss oder auch Mats Hummels Gedächtnisschuss und die nächste Ecke für den BVB. Und wieder gut gehalten vom Keeper Oberwarenbrock. Den werden sie jetzt ein bisschen warm gemacht haben. Und die nächste Ecke. Mo Leitner wird sie treten. Stehen sie zu zweit. Dembélé schaut nur zu. Und wieder Aubameyang jetzt über links. Wieder mit dem Außenriss mal wieder eine Flanke. Und es gibt dann den Einwurf. Die geben richtig Gas. Dembélé. Ja, schön der öffnende Pass auf Denis Brunic und der will direkt weiterleiten auf Aubameyang, aber da ist ein Spieler aus Erkenschwick, namentlich Gerard Lubkol dazwischen, aber dann ist auch dieser Angriffsversuch des Oberligisten schon wieder gestoppt. Matze Ginter, Moritz Leitner, Sebastian Rode und dann der angesprochene Denis Brunic aus der U19-Meistermannschaft von Borussia Dortmund. Dann wieder Sokratis, Rode, Ginter. Erst 10 Meter hinter der Mittellinie. Störungsversuche des Gegners. Die wollen sich einfach nicht weit auseinanderziehen lassen. Die wollen Spielfeld eng machen, damit es sich ganz so einfach wird. Schöner Schuss von Moritz Leitner. So etwas mehr als eine halbe Stunde rum. Abstoß für Erkenschwick, die sich natürlich aufs Kontern verlagern. Spielerisch können sie hier natürlich nicht mithalten. Aber Dortmund ist wirklich heute schon recht spritzig gegen diesen Oberligisten. Und das war mal ein klares Foul. Es wird die gelbe Karte geben, ja. Gelb für die Nummer 6, Demir, Mohamed Demir. Erste gelbe Karte in dieser Partie nach diesem Foul an Dembélé. Er tritt ihm von hinten ein bisschen in die Hacken, aber es war keine Absicht. Na, ich hab's. Er wollte ihn nicht umsensen. Er war einfach zu schnell. So, gute Freistoßmöglichkeit jetzt für die Schwarz-Gelben. Mo Leitner mit dem Freistoß, hebt den Arm, gut reingechippt an die 5-Meter-Raumgrenze. Ja, zwei Eigentore macht er nicht. Konarski, Ecke. Ja.
wird es ausgeführt. Baxmann mit der Hereingabe. Aber kopfballstark, da hinten sind sie. Das kann man nicht anders sagen. Also hoch passiert da nicht so viel. Da lassen sie wenig anbrennen. Und jetzt mal wieder vielleicht die Möglichkeit für den Außenseiter hier zu kontern. 2 gegen 2, jetzt kommen 2 Dortmunder hinterher. Und es gibt den Freistoß für die Spielvereinigung. Rechts oben übrigens im Livestream eingeblendet, nicht nur die Spielzeit, sondern eben auch die Paarung. Allerdings ganz interessant, ESV. Nein, wir sind hier nicht beim Eishockey. Hier spielt kein Eissportverein gegen den BVB, auch wenn sie manchmal ins Rutschen geraten, die wackeren Oberligisten aus Erkenschwick. Also in 3 Buchstaben abgekürzt. SVE irgendwie. Ah, da meldet sich auch gleich schon die Regie. Ja. Axel Gasteyer meldete sich gerade, Erkenschwicker Spielvereinigung, ja, aber das ist, naja, ESV Kaufbeuren gegen Borussia Dortmund 0-2. Ja, glücklicherweise ist das Spiel doch recht fair, eine gelbe Karte und nicht, hier gibt es nicht den Bodycheck oder den Crosscheck wie beim Eishockey. Solche Testspiele sind natürlich dafür da, so ein bisschen Crosscheck wieder in den Rhythmus zu kommen. Crosscheck ist ziemlich bitter, tut ziemlich weh, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist dann mit dem Schläger. Richtig. Den Schläger als Waffe eingesetzt. Wenn man den dann noch oben ein bisschen am Handschuh rausgucken lässt, dann... Das ist dann Stockstich. Das ist richtig böse. Und von daher, wie gesagt, hier will man in den Rhythmus kommen, will sich möglichst wenig verletzen, ein paar Tore schießen, ein bisschen Spaß haben. Eine lockere Trainingseinheit. Mit Wettkampfcharakter. Oh, jetzt ist er frei durch. Bis Sokrates kam. Ganz leicht aus dem Rhythmus gebracht. Und das ist der Herr, der gar nicht auf der Aufstellung steht. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich auch nicht. Er steht ja nicht auf der Aufstellung. Und jetzt wieder Ober. Da ist keiner in der Mitte. Leider war Baxmann nicht mitgelaufen. Hätte nicht gedacht, dass Aubameyang da durchkommt. Manchmal wird man dann belohnt und muss nur noch das feine Füßchen hinhalten. So schön, dass man sich hier auch wieder hinter dem Tor warm machen darf. Die Dortmunder Spieler laufen sich warm für die zweite Halbzeit. Jetzt mal die Flanke. Der ist ziemlich frei, der Elfer. Aber wieder Papa dazwischen. Weißendorf, Dennis ja. Weißendorf, ja. Schleppt aber auch ein paar Kilo zu viel mit sich rum. Na, hat auch schon. Cengelic, der hat viele Aktionen. Von dem kam auch gerade das Zuspiel. Aber der Schuss natürlich irgendwo in die Botanik. Und damit wieder Jinis Burnic, 18 Jahre jung, eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, hilft heute aus. Links in der Dreierabwehrkette bei Schwarz-Gelb. Kommt übrigens auch aus der Region, aus Hamm. Hat einen deutschen und einen bosnischen Pass. Mangala, eines der ganz großen europäischen Talente. Das war die Nummer 41. Borel Mangala aus Belgien hat eine super starke U17-WM gespielt. Ist mit Belgien Dritter geworden. Und kam und kommt jetzt vom RSC Anderlecht neu in die U19 von Borussia Dortmund, soll sich dort entwickeln und an den Profifußball herangeführt werden. Da ist er wieder am Ball, wenn auch mit einem Foul, also nicht so wirklich am Ball, sondern am Fuß. Orel Mangala, 18 Jahre jung. So, jetzt habe ich Thomas Tuchel das erste Mal auch aufstehen sehen von der Trainerbank. Trainerbank voll in der Sonne, da sehen wir sie gerade. Und hat sich da gerade mal ein bisschen beschwert. Ich weiß allerdings nicht, ob er sich über das Foul beschwert hat oder darüber, dass jetzt mal wieder nach vorne ein bisschen was passieren muss. Bisschen mehr als 7 Minuten reine Spielzeit in diesem ersten Durchgang. 2-0 für Borussia Dortmund. Dembélé, 3. Minute und Eigentor
von Konarski. Das waren die Ereignisse bisher. Und dann macht sich jetzt die Formation auch warm, die in der zweiten Halbzeit spielen wird für Borussia Dortmund. Das sind namentlich Bohnmann, Bender, Zimmermann, Schmelzer, Castro, Karazor, Paslak, Hober, Iberwein, Diekmann und Ramos. Dazu dann aber nach dem Seitenwechsel mehr. Also wie üblich in den Testspielen, erste Halbzeit eine Elf, zweite Halbzeit eine zweite Elf. Wobei das nicht gewertet sein soll. Wieder Ober. Nee, das siehst du ja auch an den Namen, dass jemand wie Marcel Schmelzer dann halt in der zweiten Halbzeit richtig spielt. Das wird gemischt. Sechs Minuten haben wir noch in dieser ersten Halbzeit auf der Uhr. Und da ist der durchaus gute Tim Ober-Warenbrock. Der Mann, der es sicherlich verhindert hat, dass Borussia Dortmund hier schon mit einigen Toren höher in Führung liegt als nur in Anführungszeichen diesem locker herausgespielten 2:0 am vierten Trainingstag der Saison. Der erste stand ja im Zeichen der Leistungsdiagnostik und seitdem, seit Dienstag, ist man permanent auf dem Rasen. Natürlich hat man auch heute Vormittag noch trainiert, um die Mannschaft vorzubereiten auf die Saison, die ja erst am letzten Augustwochenende startet. Davor dann DFB-Pokal bei Eintracht Trier und eine Woche vorher am 14. August Supercup gegen Bayern München. Sebastian Rode, Sokratis Papastopoulos, Moritz Leitner, schöner Ball, aber für Baxmann, der mit einem schönen Pass das 1:0 durch Dembélé eingeleitet hatte, ist er dann doch ein Tick zu scharf. Schön gemacht. Jetzt haben sie wieder Platz. Überzahl da auf der rechten Seite. Sie gehen durch die Mitte. Baxmann, ein Schlenker noch. Noch abgefälscht. Schade für den Jungen. Macht aber stark, wie er sich den Ball links und rechts hinzieht. So gefühlt die 27. Ecke. Moritz Leitner. Der Mann der Standards heute. Der geht ins Aus. Noch 4 Minuten. Rode, Mangala mit dem Fehlpass und jetzt der Versuch, den Ball in die Spitze zu spielen, aber Papa ist da. Dembélé, Ginter, Ballverlust und er stand im Abseits. Puh, durchatmen, Ivan Benkovic. Wir werden es nicht wirklich kontrollieren können. Ah, klares Abseits. Ja. Frag nach beim BVB-Netradio, die werden es dir sagen können. Die werden es mir sagen können. Dann Nobby, war das Abseits? Meterweit! Hör ich doch. Okay. Rode. Noch abgefälscht. Ja, jetzt geht die Kraft ein bisschen runter. Wird Zeit, dass Pause ist. Und das Roman Weidenfeller. Der ist froh, dass er überhaupt mal den Ball kriegt, habe ich so den Eindruck. Aber der macht das ganz gelassen. In diesen Spielen ist er das auch. Roman Weidenfeller ist auch nicht anders zu erwarten. In seiner 15. Saison bei Borussia Dortmund. Na, das war jetzt mal nicht so eine gute Flanke, aber sei ihm gegönnt. Ja, gegönnt nicht, aber verziehen. Janno Baxmann, dem 18-jährigen Neuzugang der U19. 2 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit zu absolvieren.
Schöne, schicke Trikots, jetzt auch mit allen Rückennummern, wie gesagt, im Online-Shop. Könnt ihr da auch. Ja. Heute noch das Trikot der neuen Saison ordern, damit man natürlich auch stilecht in den Signal Iduna Park geht. Zum ersten Heimspiel Ende August gegen Mainz 05. Die zeitgenaue Ansetzung der ersten Spieltage in der kommenden Woche zu erwarten. Nochmal Erkenschwick, links raus, Ginter. Da ist man zu Ginter. Vorher war es Jakob Buhn Larsen am Ball. Dembélé. Letzte Minute für diese Elf, für Roman Weidenfeller, für Matze Ginter, Sokratis Burnic, für Mo Leitner, für Sebastian Rode, für Jakob Brun-Larsen, für Ousmane Dembélé, für Aurel Mangala, Jano Baxmann und Pierre-Emerick Aubameyang. Dann dürfen die sich schon mal umziehen, dürfen vorzeitig unter die Dusche. Das ist vielleicht auch alles nicht schlecht, denn die Umkleidekabinen sind etwas beengter. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Ersten dann schon mal durch sind, wenn die Zweiten dann nachher hier kommen. Im Stimmbergstadion in Erkenschwick. 14.000 gehen rein. Ja, 6.000, 7.000 werden es sein. Vielleicht kriegen wir nachher eine offizielle Zuschauerzahl. Aber es ist nicht ausverkauft hier. Hast du dir die Umkleiden angeschaut? Die sind gar nicht hier im Stadion, oder? Nee, die sind da hinten, hinter dem Kunstrasenplatz. Ja, also noch ein bisschen ein Weg. Und jetzt ist vorbei. Erste Halbzeit. Dortmund führt durch Dembélé, dritte Minute. Und durch das Eigentor von Konarski mit 2:0 bei der Spielvereinigung Erkenschwick aus der Oberliga Westfalen. Ich glaube, wir sehen gleich nochmal die beiden Tore. Und da ist das 1:0 nach Doppelpass mit Jano Baxmann ist es Ousmane Dembélé mit dem ersten BVB-Tor dieser Saison. Dreimal zu sehen, weil es auch so schön war. 1:0. Und jetzt kommt das unglückliche Eigentor von Denis Konarski nach der Hereingabe von Jakob Brun-Larsen. Da macht der Torhüter Tim Oberwarenbrock seinen ersten und einzigen Fehler in diesem Spiel. Ja, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit und jetzt geht's weiter hier mit ein bisschen Halbzeitprogramm von BVB Total. Ja, willkommen zurück hier am Stimmbergstadion. Stadion am Stimmberg zwischen Erkenschwick und Dortmund steht es 2:0. Die Dortmunder jetzt mit einer komplett neuen Elf im Tor. Bonnmann, dann Bender, Zimmermann und Schmelle in der Dreierkette. Davor zwei Sechser mit Castro und Karazor. Diekmann, Eberwein, Huber und Paslak bilden das Mittelfeld. Und vorne Adrian Ramos. Die erste Elf aus der ersten Halbzeit. Die hat sich die gesamte Pause hier wunderbar noch ausgelaufen. Manche dehnen sich auch noch an der Trainerbank. Also da ist noch nichts mit Duschen. Hoffentlich gibt es nicht doch die Schlange in den Umkleidekabinen, die hier ein bisschen abseits liegen. Dortmund jetzt, wie man sieht, von links nach rechts. Paslak gegen zwei. Verliert er leider den Ball. Castro dazwischen. Ramos. Adrian Ramos schön auf außen gelegt. Auf Diekmann. Und dann gibt es Einwurf für den BVB. Sören Diekmann aus der U23 füllt hier das Team von Thomas Tuchel auf. Castro. Christoph Zimmermann ebenfalls von der U23. Der Mann mit der Nummer 31. Ruhiger Neuaufbau. Keine taktische große Änderung bei Erkenschwick. Mittellinie kurz dahinter wird attackiert und werden sich nach wie vor
aufs Kontern verlegen. Castro, Passlack ist durch. Wer ist in der Mitte? Ramos zieht nach innen. Und ein wunderbarer Kopfball, schon fast ein Flugkopfball. Von Marco Hober. Der Mann mit der Nummer 2 leider über die Querlatte. Gute Flanke von Passlack. Da kommt er wie ein Torpedo angeschossen, aber leider über das Tor. Hendrik Bonnmann jetzt im Tor für Weidenfeller. Roman Bürki noch nicht wieder aus seinem Urlaub zurück. Castro. Und Diekmann leider mit dem Einwurf gegen sich. Ja, die restlichen Spieler aus der ersten Halbzeit schauen sich die Partie von der Seitenlinie aus an. Hilft ja auch ein bisschen beim Kennenlernen für den ein oder anderen Neuzugang. Ober. Und da war Schmelle im Abseits. Richtige Entscheidung. Freistoß für die Spielvereinigung. 100. Geburtstag in diesem Jahr. Haben schon bessere Zeiten erlebt. Haben es mal in der zweigleisigen zweiten Fußball-Bundesliga geschafft. Und jetzt ein katastrophaler Ballverlust. Adrian Ramos verpasst. Und das Tor durch Felix Passlack. Und wenn ich das richtig sehe, der war nicht ganz unhaltbar. 3:0 für die Schwarz-Gelben. Und da haut der Tim Oberwarenbrock sich das Ding doch noch fast selbst rein. Schade. Tut mir ein bisschen leid für den Jungen. Also Sie hören es, 48 Minuten gespielt, 3:0 für den BVB. Felix Passlack, 3 Minuten auf dem Platz, direkt getroffen. So kann es gehen in der Oberliga Westfalen, beziehungsweise gegen einen Gegner aus der Oberliga Westfalen. Jetzt wird mal die Seite gewechselt. Ich wollte gerade schon sagen, viel über rechts in den ersten Minuten. Immer wieder Castro auf Diekmann und dann Passlack. So wie jetzt auch das Tor entstanden ist durch Passlack. Ramos. Einwurf für Erkenschwick. Ja, wie viele Zuschauer sind hier? 4.000, 5.000. Gerechnet wurde mit 10. Aber man darf auch nicht vergessen, heute ist in NRW Sommerferienbeginn. Und da werden viele schon auf der Autobahn im Stau stehen und nicht hier auf den Ringen des Stimmwerkstadions. Bender. Diekmann, Passlack wollte schon wieder starten, Ober und Schmelzer kommt mit nach vorne, Schmelle nimmt den Kopf hoch, lässt nochmal einen aussteigen und jetzt Ober mit der Schusschance, zweite Reihe, nein, er passt nochmal und da hat er ihn mehr oder weniger sicher, der Tim Oberwarenbrock, bulliger Torwart. Seit 2014 hier im Verein in Erkenschwick. Jetzt ist mal Erkenschwick ein bisschen öfter am Ball, ein bisschen länger, aber da verlieren sie ihn schon wieder. Das tut weh, immer der Kugel hinterher zu rennen gegen einen Gegner, der natürlich viel spritziger und fitter ist, obwohl sie erst 4 Tage wieder im Training sind. Und der dann auch noch in der Pause 11-mal gewechselt hat.
Während bei Erkenschwick, glaube ich, noch ziemlich viele aus dem ersten Durchgang auf dem Rasen sind, wenn ich das so richtig identifiziere. Aber seht's mir nach, also ich bin jetzt kein Kenner des Oberliga-Fußballs in Westfalen. Ich glaube, auf jeden Fall Ofosuaye aus Ghana, der ist leicht zu erkennen. Aber der auffällige Tolga Cengelik, die Nummer 19, ist noch drin? Ist auf jeden Fall auch noch drin. Ja, das ist wichtig. Der hat mal ein paar Impulse nach vorne gesetzt. Der war auffällig. Der hatte viele Ballkontakte auf der rechten Offensivseite. Einwurf Felix Baslak. Man rutscht da weg. So, und jetzt mal die Möglichkeit für Erkenschwick. Ein bisschen Platz ist da, er zieht in die Mitte. Wieso geht er nicht über außen? Wetter wird jetzt auch immer besser, die Sonne scheint. Zwischendurch sah es hier mal echt nach Regen aus und windig war es. Alles wunderbar für so ein herrliches Trainingsspielchen. Ramos setzt sich da durch. Ah, der Ball war leider im Aus. Das Tor zählt leider nicht. So, war ja fast so wie in der ersten Halbzeit. Dritte Minute fiel das 1:0 durch Dembélé. Und auch jetzt hier nach 3 Minuten im zweiten Durchgang das Tor durch Felix Paslak. Dazwischen war noch das Eigentor von Konarski. Also 3:0 für die Schwarz-Gelben. Alles andere wäre auch sehr überraschend. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat Erkenschwick? So viel wie Island? Gute Frage. Ich glaube aber ein paar weniger. Ne? Großstadt ist das nicht. Ich glaube, die haben so 40.000, 50.000. Kann man nicht vergleichen. Jinis Brunic ist in der Mannschaft geblieben. In der ersten Halbzeit spielte er ja links in der Dreierkette. Ich vermisse im Moment noch den Innenverteidiger Zimmermann. Manni Bender spielt zentral und Sören Diekmann, der gibt den rechten Part der Dreierkette. Nee, Zimmermann ist auch da. 31. Müssen wir uns gleich nochmal durchgehen. So, alle, die sich jetzt gefragt haben, wie viel Einwohner Erkenschwick hat, knapp über 30.000, um die 30.000. Also doch fast wie Island. Ja, fast wie die Isländer, die alle in Frankreich waren von der Anzahl her. Bornic gerade nicht an den Ball, Paslak versucht's. Aber Erkenschwick jetzt mal mit einer Phase etwas längeren Ballbesitzes. Nico Havich, 27 in Linksaußenposition. Paslak Ecke. Oh, hier riecht so nach Bier und Bratwurst in unserer Kabine. Wir haben die Tür auf, weil es so warm ist. Herrlich. Wer das live erleben möchte, kommt einfach morgen nach Wuppertal. 15:30 Uhr. Wer es nicht schafft, übertragen wir natürlich auch wieder live hier. An gleicher Stelle Eckball jetzt für Erkenschwick, aber kein Problem für Bonnmann. Und direkt den Konter eingeleitet über Schmelle. Aber da sind 4 Erkenschwicker. Und da kam der 5. Und der war dann leider zu viel. Aber der dann direkt mit dem Fehlpass. Hober. Zu lang für Adrian Ramos.
bin weitergeleitet. Hober, Missverständnis. Karazor. Da ist unser Lieblingsspieler. Wirklich flink, ballsicher und Spielübersicht hat er auch noch. Also, guter Mann. Die Nummer 19. Cengelik. Sagst du es nochmal bitte? Cengelcik. 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 Vorname Tolga, der ist einfacher. Und nächste Ecke ausgeholt von Diekmann. Kurz ausgeführt, Hober ist darüber gegangen. Passlack chippt den Ball rein auf Ramos. Kein doch abseits, aber Vorteil. Wechsel bei der Spielvereinigung Erkenschwick. Und zwar geht unser Freund Tim Oberwarenbrock. Und das ist jetzt mal wirklich ein Wechsel. Ich glaube, Tim Oberwarenbrock ist 1,90, 1,95 und der Torwart, der jetzt reinkommt, der sieht auf jeden Fall mal mindestens einen Kopf kleiner aus. Für einen Torwart ungewöhnliche Körpergröße, würde ich mal vorsichtig sagen. Und der Herr heißt Marvin Kröger. Also, hoffen wir mal nicht, dass sich der Stammtorhüter, der Erkenschwicker, irgendwie verletzt hat. Die Saison geht nämlich jetzt auch bei denen bald schon los. Sokratis, Quatsch, Castro. Schnelle. Ja, sie stehen da wieder sehr massiert am Strafraum. Mann macht einen lang. Leider ins Aus. Einwurf Erkenschwick. So, eine Viertelstunde ist absolviert. Wir haben in der ersten Halbzeit ja den Mann mit der Nummer 30 bei Erkenschwick gesucht. Aber ist dir aufgefallen, dass bei uns zwei Spieler mit der Nummer 32 spielen? Ich wollte es zu meiner Scham nicht gestehen und ich wollte dich eigentlich fragen, aber andererseits wollte ich es auch nicht zugeben, dass ich nicht weiß, wer es ist. Also das ist nicht Janis Burnic. Das hast du immer gesagt, ich habe es lieber weggelassen. Ja, weil ich die 32 gesehen habe und ich sah aus dem Augenwinkel, die 32 ist noch drauf. Ja. Und Burnic kann ja auch Mittelfeld offensiv spielen, aber das ist Michael, also vom Bewegungsablauf ist das Michael Eberwein. Und der spielt mit der gleichen Rückennummer. Vielleicht hat Janis Burnic Trikots dabei. Nee, das glaube ich nicht. Steht, glaube ich, auch, das ist, jetzt sehen wir es, da steht auch Eberwein hinten drauf. Ja. Das ist er schon. Ich war halt zunächst überrascht, weil Diekmann im Mittelfeld erwartet worden war. Der spielt aber ja jetzt rechts in der Dreierkette. Und weil es diese Umstellung gegeben hat, hatte ich erst die 32 gesehen aus dem Augenwinkel und dachte, okay, dann sind es nur in Anführungszeichen 10 Wechsel. Und Burnic ist aus irgendeinem Grund geblieben und jemand hat sich irgendwo wehgetan. Erst dachte ich ja, dass Zimmermann nicht dabei ist und deshalb hinten einer gebraucht wurde. Und dass sich Zimmermann möglicherweise beim Warmmachen oder wo auch immer eine leichte Blessur zugezogen haben könnte. Ist ja möglich, gerade in diesen Tagen des intensiven Trainings. Dann kann es ja schnell passieren, dass mal so ein Muskel zumacht. Diekmann. Ah, die geht leider ins Tor aus. Ja, ich war auch verwundert, aber was soll's. Es ist sicherlich nicht spielentscheidend. Also, es ist tatsächlich dabei geblieben. 11 Leute in der ersten Halbzeit und 11 neue. Noch interessanter ist das Bild jetzt. Die Hose 34 und das Trikot 32. Also, Mittelwert wäre dann die 33, die geben wir dann Michael Eberwein mal. Ja. Das ist mal so etwas wie die schwarz-gelbe Mauritius.
investigativer Journalismus das, bei BVB Total, aber... Das Trikot, also das hole ich mir. Die Zusammenstellung. Also wenn Buffon jetzt nicht das Trikot mit Eberwein tauscht, dann hole ich es mir. Ja. Das gibt eine Menge Kohle. So, wir bedanken uns natürlich nochmal bei Zweipack, dem Sponsor, der dieses Spiel möglich gemacht hat. Und die Michael Eberwein eine Tüte geschnürt haben mit 4 verschiedenen Trikots und 6 verschiedenen Rückennummern. Richtig, ihr Partner für individuelle Verpackungslösung. Aber ich glaube, bei der Trikotgeschichte mit Eberwein hatten sie ihre Finger nicht im Spiel. Ganz bestimmt nicht. Da haben wir wieder... Ja, wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ich habe es nicht erkannt von hier aus. Ich habe vorhin nur auf die 32 geachtet und das war Brunic. Ja, weil genau. Ich dachte immer, Brunic, der hat doch in der ersten schon gespielt. Ja. Naja, was soll's? Haben wir was zu erzählen in dem Spiel, was jetzt gerade ein bisschen runtergeht? Da können wir unseren Enkel noch von erzählen. Ja. Weißt du noch, damals in Erkenschwick, zweimal mit der 32. Meine Kinder wollten alle mit. Und wo die 32.000 Einwohner haben. Ja, ja. Unfassbar. Der Fußball. Ah, faul. So, Freistoß. Und dabei hat er sich selbst auch noch wehgetan. Und jetzt wird munter gewechselt. Zwei neue, wenn ich es richtig sehe, kommen bei Erkenschwick. Weibliche Masseurin, Mannschaftsbetreuerin. Auch eher selten. Geht bei manchen englischen Premier League-Teilnehmern auch mal schief. Haben wir doch auch. Swantje Thomsen. Haben wir auch. Aber es ist trotzdem selten. Das mag sein, aber... Die wissen schon, was sie tun. Ich glaube, da stehen die Jungs so einfach schneller auf. Oder bleiben länger liegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht jammern sie weniger. Und das bestimmt. So. Ach, es ist herrlich hier. Die Polizei fährt während des Spiels auf der Tatanbahn rum. Ja, ja. Streife. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Richtig. Nochmal schön BVB gucken. Jetzt müssen alle mal Platz machen. Ist doch herrlich. So, zum Spiel. Freistoß ausgeführt. Wirklich wehgetan hat er sich nicht. Der steht schon wieder bereit, der Spieler von Erkenschwick. Hat die Masseurin ganze Arbeit geleistet. Pass lag noch artistisch geholt. Fast noch eine Fotografin umgerannt. Der Mann mit der 19. Wirklich gut. Richtig gut. Tolga. Der Nachname ist dein Part. Du meinst den Herrn Chen Gelchik. Ja, mein Gott, ja. Aber hast gewonnen, ne? Drei Versprecher in einem. Ich sag's dir, Tolga. Chen Gelchik. Ich sag nur Tolga. Nein, der ist wirklich gut. Der gefällt mir. Der ist richtig gut. Oberliga Westfalen. Könnte vielleicht auch ein bisschen höher spielen. Der wird eine tragende Rolle spielen. Hier auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir reden jetzt hier in der Oberliga Westfalen von einem Verein, der aufsteigen hätte können, aber die Lizenz für die Regionalliga nicht beantragt hat. Finde ich immer schade, wenn es sportlich möglich ist, aber dann... Ja, aber wenn man nichts will und Verrücktes machen will, ist es doch auch gut. Ja. Also ein Verein, der eher denkt, das könnte eng werden mit der Kohle... Er ist verantwortungsbewusst, gar keine Frage. Ich finde es halt trotzdem für die Jungs dann schade, ne, die dann oben mitspielen und... da nicht aufsteigen können. Zweitklassig war die mal in Erkenschwick, ne? Zweitklassig, in der zweiten Liga, als sie noch zweigeteilt war. Da waren sie mal zweitklassig. Kriegt den Diekmann noch? Nein! Das haben wir auch öfter gesehen bei der Europameisterschaft, ne? Der Versuch des Doppelpasses mit der Eckfahne. Ja, immer mal wieder. Hat noch gar keinen Handelfmeter.
Hatten wir noch nicht, ne? Mhm. Sind ja auch in Mode gekommen. Sind sehr in Mode gekommen. Aber ganz ehrlich, also die Hand da oben, das ist halt wirklich blöd. Da, wo Schwani sie hatte. Aber gut. Castro, Diekmann, Spiel ein bisschen auseinandergezogen. Paslak gefällt mir auch gut heute. Ist gut unterwegs. Das Tor gemacht. Flankt gut rein und ist immer wie eine Nähmaschine auf dem Platz unterwegs. Ofosoyaye, den Namen habe ich schon öfter mal gehört in Ghana. Da bist du häufiger, ne? Nee, gar nicht. Ach, gar nicht in Ghana? Gar nicht in Ghana. Accra. Hauptstadt. Accra. Das ist Castro übrigens. Aber nicht verwandt mit Fidel Castro. Nein, glücklicherweise. Schmelzer. Heute auch wieder sehr weit vorgezogen in dieser Viererreihe. Wieder Castro. Basler Castro und abseits, ja. Richtigerweise ist die Fahne oben. Aber das ganz große Tempo kommt auch in der zweiten Halbzeit nicht rein. Am Morgen dürfen sie gleich schon wieder. In Wuppertal, dann geht es eine Etage höher. Regionalliga. Meinst du wieder 11-11? Erste, zweite Halbzeit? Also 11-11 geht es nicht aus, aber sie spielen dann wahrscheinlich wieder mit zwei Mannschaften. Okay. Also das hat sowohl Jürgen Klopp gemacht, das hat auch Thomas Tuchel letzte Saison gemacht, dass man die ersten Testspiele eben zur Halbzeit komplett wechselt und dann, je näher es dann dem Ernstfall geht, dann spielen manche durch, andere 60 Minuten. Belastungssteuerung nennt sich das, aber zählt nicht. Fahne oben. Nicht hadern. Das war übrigens Luisa Gaul, die Physiotherapeutin, falls sich das interessiert. Interessanter Name. Ja. Ihr Schwager war vorher hier, der hieß Stute. Und Schiedsrichter ist übrigens Sören Storks aus Fehlen. Aber das liegen mag doch nie gehört. Fehlen liegt in Westfalen, die haben da ein wunderbares Sporthotel. Was du alles weißt. Zufall. Reines Zufallswissen. Habe ich mal meiner Frau geschenkt. Ja, das ist jetzt ein bisschen wenig Spielkultur. Du hast dir das Hotel geschenkt? Ja. Ah, cool. Was man bei BVB total alles verdient. Ja, ist traumhaft, ich weiß. Erst die Insel, dann das Hotel. Also einen dreitägigen Aufenthalt konnte ich mir gerade noch leisten. Diekmann. Cooler Kopfball. War richtig knapp. Der war richtig knapp und richtig schöner Kopfball von unserer Mittelnummer 33. 32 auf dem Trikot, 34 auf der Hose. Eberwein. Michael Eberwein. Ist 2015 nach Dortmund gekommen. 36 Spiele, 14 Tore für die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga. So eine schlechte Quote. Nein, nein, nein. Der hat richtig, richtig geknipst. Bohlmann, der Torwart unserer zweiten. So, 70 Minuten rum. Der BVB führt weiterhin 3-0 durch die Tore von Dembele. Und Paslak, dazwischen lag noch ein Eigentor. Und jetzt vielleicht das 4-0. Aber nein, Eckball für den BVB. Und dazwischen war noch das Eigentor. Lassen Sie mich das zu Ende bringen.
von Kolnarski. Zwischenstand 2:0. Also 3:0 für Dortmund. Partie ein bisschen verflacht. Aber wir haben ja noch knapp 20 Minuten, um das zu verbessern. Und kaum sage ich's, 4:0 für die Schwarz-Gelben. Und es war, wenn ich es richtig gesehen habe, Christoph Zimmermann. Ja. Die 31. Die Nummer 31 spielt heute in der Abwehr und kommt bei Standards mit nach vorne. Ist häufig so, dass Innenverteidiger in der Abwehr spielen, seit 2014 beim BVB. 1,94 Meter groß und die Eckballflanke, die passte. Ich glaube, damit zwei Köpfe größer als der Torwart von Erkenschwick. Also. Oh, das muss er. Das pfeift da nicht. Glück gehabt. Ja, 4:0, jetzt wird es langsam das Ergebnis, was man sich so vorher gedacht hat. Im Pokal spielen wir gegen Trier, die sind in der Regionalliga derzeit, oder? Oder sind die in der Oberliga auch? Das wäre vergleichbar. Regionalliga, glaube ich. Ne? Regionalliga. Als wir das letzte Mal gegen die gespielt haben, war es dritte Liga. Die haben auch schöne Vergangenheit, die Trierer, aber leider auch ein bisschen Tragik dahinter. Ja, spielen in der Regionalliga Südwest. Und dann sind wir im Moselstadion zu Gast. Ich glaube, richtig terminiert ist es immer noch nicht. Nee, ich denke, man wird die Bundesliga-Ansetzung jetzt erstmal abwarten und dann wird der DFB die Pokalspiele nachziehen. Anfang kommender Woche dürft ihr damit rechnen. Mit den ersten Bundesligaspieltagen, mit dem Feintuning, Auftakt gegen Mainz und dann geht's ja nach Leipzig. Ja, vorher sind wir noch in China und da spielen wir gegen Manchester United und Manchester City. Mein Gott, was für Partien, was für Geschichten gegen Mourinho, gegen Guardiola, Schweinsteiger, Mkhitaryan. Also, Gündogan. Gündogan, richtig. Also da muss ich mal sagen, da freue ich mich richtig drauf, auf diese Partien. Und China freut sich auf Borussia Dortmund, da bin ich mir sicher. Und wir freuen uns morgen natürlich auch auf den Regionalligisten Wuppertal 15:30. Das Wuppertaler Ganze SV Borussia. Wuppertaler SV, Borussia, morgen 15:30 Uhr, natürlich auch hier wieder im Livestream, natürlich auch mit dir wieder, Boris, aber nicht mit mir. Kriegst du so viel für einen Einsatz, dass ich schon wieder... Du, ich bin... Der muss einen Vertrag ausgehandelt haben und Nobby und ich, da wir ackern uns im Netradio. Ja, also Radio ist wirklich, da ziehe ich den Hut vor, das ist wirklich... Ich meine, wir reden ja schon viel, aber was euch da alles einfallen muss, Respekt. Manchmal fällt uns auch zu viel ein und kostet. Ich las davon. Da ist Hober. Marco Hober ausgeliehen von Arminia Bielefeld. Ramos, ja, rechts ist Passlack frei. Gut reagiert von Marvin Kröger im Tor der Spielvereinigung. Aber das ist noch nicht vorbei. Castro wieder Passlack. Ramos, das muss es sein. Tick zu lange gewartet. Und da wirft sich dann Sandro Stellmach dazwischen. Ja. Hat, glaube ich, auch ein bisschen gezwiebelt, ehrlich gesagt. Aber kein Tor. Jetzt wäre eine Castro-Ecke. Aber vorher wechselt Erkenschwick nochmal die 19. Geht heraus, unser Lieblingsspieler, Tolga.
Cengelcik. Sehr gut. Den Namen haben wir jetzt hinter uns. Aber die wechseln noch nur, um Zeit zu schinden. Ich glaube auch. So, und reinkommt der Herr mit der Nummer 21, Lukas Albuhanov. Bender. Das ist aber wirklich auf kleinstem Kleinfeld. Aber wir werden nett versorgt. Axel Gasteyer kommt gerade mit zwei Erkenschwicker Bratwürstchen. Aber Profis essen nicht während der Arbeit. Nee, stattdessen Peter Flore. Twitter Peter. Ah, der kann es ja auch vertragen. Ober. Ramos jetzt mal auf außen ausgewichen. Abstoß. Oh, humpelt ein bisschen, aber ich glaube, na, nichts Ernstes. Das Knacken, das ihr übrigens hört, das sind die Balljungen. Die lassen vor dem Atmo-Mikro, das direkt auf der Mittellinie postiert ist, den neuen Ball immer schön ticken. Ey Junge, lass das! Das nervt. Eberwein, Ramos. Und Schiedsrichter Sören Storks. Aus der Hotelstadt Fehlen. Sportschluss Fehlen heißt es, glaube ich. Wenn ich es richtig, wenn ich es nicht verwechsel. Schlosshotel, Sportschluss. Irgendwie sowas, egal. Was machst du am Sonntagabend um 9? Weiß ich nicht, joggen gehen. Ja, ich habe auch eine Wurzelbehandlung. Also andererseits, vielleicht gucke ich mir Rafael Guerrero an. Darauf wollte ich hinaus. Aber der hat letztes Mal auch nicht von Anfang an. Doch, der im Halbfinale leider von Anfang an, aber ich glaube, im Viertelfinale war er verletzt. Ah, im Viertelfinale war er verletzt, okay. Ja, da bin ich gespannt. Also der ist absolute Stammkraft. Bei Portugal, der Mannschaft, die uns so viel Freude bereitet hat. Ah, der war schwer zu verarbeiten. Michael Eberwein. Von Eberwein. Der kam... tippte noch mal auf und dann wurde er zu hoch und zu schnell. Da kam man nicht mehr richtig ran. Ich glaube, Hendrik Bohnmann muss sich auch ein bisschen warm halten da. Da kommt jetzt, also defensiv kommt jetzt gar nichts mehr auf unsere Jungs zu. Vielleicht jetzt mal. Nee, da ist Schmelle gleich dazwischen. Also und jetzt ist mal ein bisschen Platz für Gonzalo Castro. Ersten vorbei. Und den zweiten macht er. 5-0. Indem er einfach abzieht. 80. Minute. Ich glaube, der war noch abgefälscht. Nee, der war nicht abgefälscht. Das ist einfach nur eine irre Flugbahn. Ja, ne? Also. Keine Chance auf jeden Fall für Marvin Kröger. Obwohl der relativ mittig kommt, der Ball. Aber den holst du nicht mehr. Schwer raus. Schönes Ding. Richtig schönes Ding. So, machen wir das halbe Dutzend hier noch voll in Erkenschwick. Auf jeden Fall der Kollege hier vor uns auf der Tribüne kommt hier mit einem halben Dutzend Becher Bier. Gute Preise hier übrigens, ja? Wurst? 2 Euro. 2 Euro. Echt fair. Bier? 2 Euro. Ist gut. Ich meine, sind keine 0,4er, aber trotzdem. Ja. Cola? 2 Euro. Da kann keiner meckern. Oberliga Westfalen.
Ja, familiär eben. Ja. Sympathisch, nett. Alle nett hier, sehr nett. Und jetzt 100 Jahre. Passlack, nochmal die Ecke für den BVB. So, Stefan macht die Biege, weil... Ich versuche jetzt noch gleich ein Interview zu kriegen. Ich habe mir Sebastian Rode gewünscht. Mal gucken. Wer nur einmal an diesem Wochenende arbeiten muss, der muss dann heute zwei Jobs ausführen. So, das ist richtig. Das. Aber nicht nur das. Ich war ja auch noch beim schwarz-gelben Sommer in Hamm heute und habe da gedreht. Ja? Dreifachjob. Aber gerne mache ich es. Unglaublich, bis was gleich. Die Gewerkschaft da sagt. Also, bis gleich. So, und jetzt mal hinten ein bisschen aufpassen. Aber Zimmermann ist dazwischen. Und es gibt Eckball für die Gastgeber. Haben sie sich verdient, den Applaus der Zuschauer hier im Stimmbergstadion, das mal Zweitliga-Fußball gesehen hat. Und da muss Burmann eingreifen und dann ist der Nachsetzer ist im Tor. Der Ehrentreffer für Erkenschwick. Durch den Mann, der heute schon mal getroffen hat, Dennis Konarski, einmal hinten, einmal vorne. In der 83. Minute. 83. Spielminute. Henrik Bohmann bekommt noch eine Hand dran, aber den Ball nicht weit genug geklärt. Ein bisschen Pech dabei, ein bisschen Glück für den bis dahin unglücklichen Dennis Konarski. Da kann er dann besser schlafen heute und er freut sich riesig über seinen Treffer gegen den deutschen Vizemeister, gegen Borussia Dortmund. Jetzt geht's los, rufen Sie, ruft ein einzelner Fan der Spielvereinigung Erkenschwick. 6,5 Minuten vor dem Ende, also der Ehrentreffer für den Oberligisten. Eberwein, Huber links, Marco Huber von Arminia Bielefeld ausgeliehen, aber bekommt den Ball nicht Richtung Elfmeterpunkt gezogen. Marvin Krüger, oh, Zimmermann mit einem leichten Lapsus, der Mann, der zum 4:0 getroffen hat für Borussia Dortmund. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Es war zunächst Karasor und jetzt Sören Diekmann in Rechtsaußen. Felix Passlack, überragender Akteur im U19-Finale gegen Hoffenheim, an allen 5 Toren beteiligt. Jetzt gefoult. Seit Ende Mai ist der erst 18 Jahre jung. Zweimal Meister mit der U17 und dann der persönliche Hattrick mit der U19. Marcel Schmelzer oder Gonzalo Castro. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für den Mann, der heute Kapitänsbinde trägt bei Borussia Dortmund. Marcel Schmelzer, 28 Jahre alt, an die Latte. Also gegen Ende der Partie noch mal einige spektakuläre Torszenen. Bender, Castro und Erkenschwick kämpft hier um jeden Meter, kämpft um ein achtbares Ergebnis, das sie halten und das sie sich verdient haben in dieser Begegnung. Auch wenn sie jetzt noch mal aufpassen müssen, Huber, Ramos, der sich ein bisschen hat fallen lassen und Eberwein die Position in der Spitze überlassen hat. Bender, Zimmermann. Karazor, Huber. Karazor. Atakan Karazor, 19 Jahre jung, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, kam 2015 vom VfL Bochum und ging in die zweite Mannschaft des BVB. Ja.
der Doppeltorschütze. Dennis Konarski in der 15. Minute mit dem 0:2 per Eigentor und in der 83. mit dem Ehrentreffer. Eberwein, macht es zu kompliziert, zu lang. Zimmermann, Karazor. Castro, Paslak, Felix, Paslak. Drüber. Und sie wechseln noch, und zwar noch dreimal, wenn ich es richtig sehe, die Erkenschwicker. 3 kommen rein, da müssen logischerweise auch 3 runtergehen. Paslak, Diekmann, Bender, Zimmermann, Karazor, Schmelzer ist das, Entschuldigung. Wieder Manni Bender, heute zentraler Part in einer weitgehend Dreimann-Abwehr. Das BVB ab und zu Schmelzer, der sich einreiht. Dann wird es eine Viererkette mit Diekmann auf der rechten Seite. Einwurf Schmelzer. Und Marvin Krüger, der in dieser zweiten Halbzeit zweimal hinter sich greifen musste, hat natürlich auch viel Zeit. Gleich beginnt die letzte Spielminute hier vor den 5.000, 6.000 Zuschauern. Eine Zahl ist nicht genannt worden, wir können es nur schätzen. Und sie haben noch mal eine Möglichkeit und treffen tatsächlich. Nachdem der Schuss von Kampmann noch geklärt worden war, in der 90. Minute das 2:5. Kampmann quergelegt. Und dann ist es einer der 20er gewesen. Die 21, Lukas Al Abulhanov. Also zweiter Ehrentreffer. In der 90. Spielminute das 2:5 für unsere Spielvereinigung. Der Torschütze trägt die 21 und heißt Lukas Abulhanov. So ist es und es ist Schluss hier in Erkenschwick. Also 5:2 für Borussia Dortmund endet das erste Testspiel dieser Saison. Stefan Alt bemüht sich noch um einen Gesprächspartner unten auf dem Rasen. Und wie gesagt, morgen geht's weiter. Zweites Testspiel, 15:30 Uhr. Wuppertaler SV Borussia gegen Borussia Dortmund. Auch live im Livestream bei BVB. Total kostenlos für euch alle. Könnt ihr dabei sein. Könnt schauen, wie unsere Jungs sich denn morgen schlagen in Wuppertal. Regie für Stefan. Usman Dembele in der 4. Minute eröffnete den Torreigen. Konarski mit dem Eigentor 0:2, das war der Halbzeitstand. Felix Paslak, den wir da sehen, mit dem 3:0 in der 48. Minute.
Christoph Zimmermann auch im Bild. Das ist der Mann, der das 4-0 erzielte. Gonzalo Castro das 5-0. Und dann traf zweimal die Spielvereinigung Erkenschwick, Konarski und Abulanov. Und das war's dann auch hier aus Erkenschwick. Wir zeigen euch gleich noch die Tore. Die Regie bereitet sie schnell noch auf. Und da ist die zweite Halbzeit mit dem ersten Treffer Felix Paslak in der 48. Minute auf Zuspiel von Gonzalo Castro. Castro ist es gleich auch, der diese Ecke schlägt, die Christoph Zimmermann zum 4-0 vollendet. Und nach zwei Vorlagen in der zweiten Halbzeit, dann Castro macht es selbst in der 80. Minute das 0-5. Wunderbarer Schuss, flattert der Ball und deshalb unhaltbar für den Torwart. So, jetzt ist der Fünfer dran, Konarski mit dem ersten Ehrentreffer für den Oberligisten Spielvereinigung Erkenschwick. Dennis Konarski und der Schlusspunkt dieser Partie, der ist Lukas Abulhanov vorbehalten. 2-5, das ist es gewesen hier aus dem Stimmbergstadion und wir hören uns morgen wieder aus Wuppertal, aus dem Stadion am Zoo. Schönen Freitagabend euch allen, schönen Start ins Wochenende. Bis morgen, macht's gut.